Hallo und herzlich willkommen hier auf Goinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und heute gibt's mal kein Spiel. Nein, heute nur eine kleine Info für euch. Weil, ja, es ist bei mir ist im Moment ziemlich viel drumherum. Und ihr habt es ja auch gemerkt, die letzten zwei Wochen waren ein bisschen mau bei mir auf dem Kanal. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und da dachte ich mir, hau ich doch mal eine kleine Info für euch raus, damit ihr so wisst, woran das liegt, was so passiert ist. Auch so was so Projekte und so, was da so ansteht in Zukunft, beziehungsweise wie ich da momentan verfahre. Einfach nur, damit ihr so einen kleinen Überblick wieder bekommt, was so hinter den Kulissen passiert. Weil ich spreche das zwar auch immer in den Let's Plays an und in den Videos, aber es ist halt, manchmal geht halt auch was unter und nicht jeder schaut ja auch alles. Insofern dachte ich mir, wäre es mal ganz angebracht, wieder eine kleine News rauszuhauen. Ich habe das ja schon mal vor ein paar Monaten gemacht. Vielleicht sollte ich das auch mal öfter machen, so, was weiß ich, alle zwei Wochen oder so. Aber jetzt erstmal wieder so, muss mal gucken, wie ich das mache. Geplant habe ich das jetzt eigentlich noch nicht so direkt, aber da könnte man drüber nachdenken. Wäre schön, wenn er mir da mal Feedback gibt, ob er sowas öfter sehen wollt, dann würde ich das auch öfter mal machen. So die Dinge, die hier passieren und geplant sind im Hintergrund. Und ich würde auch sagen, da fangen wir mal gerade an. Erstmal möchte ich mich ein bisschen dafür entschuldigen, dass die letzten zwei Wochen so gut wie gar nichts kam. Das liegt einfach daran, dieses Video, was ich heute mache, das sollte eigentlich schon vorletzte Woche kommen. Da lag ich aber leider flach. Ja, also auch ich bin natürlich nicht immer gesund. Ich liege natürlich auch mal, mich erwischt auch mal und da war einfach nichts machbar. Dementsprechend keine Videos und dementsprechend natürlich auch nicht dieses Video, was jetzt ist, was jetzt heute kommt, quasi zu dem Zeitpunkt nicht gekommen. Das Video sollte kommen, das hat einen anderen Hintergrund und zwar befinde ich mich seit dieser Woche in der Reha. Gleich vorab, ihr braucht euch ja keine Sorgen machen, das ist nichts Schlimmes, das ist nichts, was man nicht wieder wegkriegt oder so, nur die Reha ist halt notwendig und diese Reha wird voraussichtlich 3 bis 6 Wochen, ich denke eher 4, 5, 6 Wochen ungefähr gehen. Dementsprechend kann es natürlich mal passieren, dass je nachdem, wie ich mich fühle, muss ich ganz klar sagen, und auch wie das zeitlich hinhaut, weil zum zeitlichen Fenster kann ich sagen, ich bin ambulant in der Reha, das heißt, ich bin nachmittags, abends zwar zu Hause, aber ich bin da meistens auch geschafft und habe dann auch nicht immer die Ambition, mich nochmal an den Rechner zu setzen, bin ich ganz ehrlich. Das hängt dann auch so ein bisschen von der Tagesstimmung ab, muss man ganz klar sagen. Und ich bin aber auch an dem Wochenende zu Hause, das heißt, ich werde im Moment ja voraussichtlich hauptsächlich am Wochenende aufnehmen und dann natürlich auch immer ein bisschen am Stück, also Pizza Connection zum Beispiel ist da ein Beispiel. Da habe ich ja das schon erwähnt, dass ich jetzt quasi mehrere Folgen hintereinander aufnehme. Das heißt, wenn ich da nicht immer sofort auf die Kommentare reagiere, dann nicht böse sein, ich lese die auch und natürlich antworte ich darauf, aber ich kann in den Videos nicht immer darauf antworten, weil ich halt ein bisschen voraus bin zurzeit. Wenn sich dieses so von der Machart für mich bewährt, werde ich das wahrscheinlich auch so weiterfahren. Ich werde allerdings nie mehr als 4 oder 5 Folgen im Voraus aufnehmen, weil das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, bin ich ganz ehrlich, weil ich so ein bisschen ja auch euer Feedback immer ganz gerne habe und das finde ich auch ganz nett, wenn man dann darauf eingehen kann. Und manchmal ist das auch sehr hilfreich, das werdet ihr bei Pizza Connection die Woche noch merken. Da wäre das Feedback vorher wahrscheinlich sinniger gewesen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja, das heißt im Klartext, wenn jetzt mal, ich sag mal, eine Woche nicht ganz so viel kommt, innerhalb dieses Monats, oder, ja, gar nicht, wird nicht passieren, aber halt nicht ganz so viel, dann seid bitte nicht böse. Es ist für mich im Moment zeitlich einfach nicht anders machbar dann. Und es bringt ja nichts, wenn ich auf Biegen und Brechen was aufnehme und am Ende die Qualität darunter leite. Das wollen wir ja nun auch nicht. Dann lieber warten. Außerdem ist das Ganze ja ein Hobby von mir und ich mache das nicht beruflich. Insofern bitte ich da natürlich ein bisschen um Verständnis, ist klar. So. Also das zu der aktuellen Situation, warum jetzt die letzten zwei Wochen nicht so viel kam und warum vielleicht auch mal in Zukunft jetzt für den kommenden Monat vielleicht mal eine Woche dabei ist, wo nicht immer jedes Projekt kommt oder nicht alles so kommt, wie ihr das gewohnt seid. Dann bitte nicht böse sein und ich vielleicht auch, ich meine, es gibt Leute, die abonnieren dann gleich, das mag sein, ich kann nur sagen, ich wäre euch dankbar, wenn ihr das nicht macht und dann einfach vielleicht ein bisschen wartet. Es kommt, also die gestarteten Projekte laufen weiter. Es sei denn natürlich, sie sind beendet oder pausiert, das ist ein anderes Thema. So, und weil wir jetzt auch schon zum Thema Projekte kommen, dachte ich mir, gebe ich mal so ein ungefähr einen Überblick über das, was ich mir momentan so vorstelle, was ich mache, was so läuft nochmal.
Wer den Kanal regelmäßig guckt oder auch das eine oder andere guckt, der wird das sicherlich so ein bisschen mitkriegen, aber einfach mal so jetzt insgesamt in der Info ist das, glaube ich, ganz nett. Also ihr habt ja schon mitbekommen, ich bringe im Moment relativ viel Pizza Connection. Das liegt einfach daran, ich hatte das als Let's Show angefangen. Mir selber gefällt das Spiel aber so gut, dass ich das Let's Playen möchte. So, ich bin dann natürlich noch in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen, Tutorial-Phase. Ich möchte aber später auch ein freies Spiel spielen. Also das steht schon fest. Da könnt ihr, also wem das gefällt und wer da Spaß dran hat, da könnt ihr euch drauf freuen. Da werde ich weitermachen auf jeden Fall. Das wird auch wahrscheinlich regelmäßig kommen. Also mehrmals die Woche. Ist zumindest angedacht. Natürlich, jetzt im Moment muss ich gucken, wie ich das schaffe, ganz klar. Dann haben wir ja noch ein Projekt, das Kingdoms and Castles, das habt ihr auch mitbekommen. Das Projekt läuft jetzt so langsam in Richtung Ende. Also wer das Projekt verfolgt, der kriegt das natürlich mit. Wir sind da schon relativ weit. Da geht, ich denke mal, das werden sich so, ich würde behaupten, vielleicht so auf circa 5 Folgen oder so. Da müssten wir da wahrscheinlich durch sein bei dem Projekt, weil einfach die Karte bebaut ist. Kann auch ein bisschen länger sein, aber ich schätze, es wären so 5 Folgen circa. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht. Vom jetzigen Stand denke ich, dem ist so. Ich werde versuchen, es zweimal die Woche zu bringen, so wie es ursprünglich mal geplant ist. Und zwar immer Anfang der Woche und zum Ende der Woche einmal. Ich verspreche aber natürlich momentan nicht zweimal die Woche, weil ich habe es ja gesagt, ich muss gucken, wie ich es unterbringen kann. Also angedacht ist zweimal die Woche. Einmal die Woche wird es auf jeden Fall kommen. Wer das verfolgt, kann sich darauf einstellen, da kommt Content. Das läuft aber jetzt so langsam aus. Also das wird nicht mehr allzu lang sein. Ich schätze, wie gesagt, so circa 5 Folgen. Was haben wir noch? Ja, 7 Days to Die. Ich glaube, das ist so ein Ding, was doch einen Großteil hier interessiert oder auch mehrere. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei The Forest ist. The Forest ist ja ähnlich vom Konzept. Da muss ich zu sagen, es kann mal passieren, dass vielleicht mal eine Woche nichts kommt. Wenn dem so ist, braucht ihr keine Angst haben, die Projekte laufen weiter. Da ist eher das Problem, dass das natürlich ein Multiplayer-Projekt ist und ich jetzt auch gucken muss, dass ich Termine mit den Leuten finde. Aufgrund der geringeren Zeit, die ich momentan habe, kann es mal passieren, dass wir vielleicht mal keinen Termin finden. Da kann ich so sagen, The Forest wird auf jeden Fall noch ein bisschen was kommen. Das könnte sogar sein, dass ich diesen Monat komplett überbrücke, weil das ja nur einmal die Woche kommt. Und ich noch ein bisschen Material habe. Allerdings weiß ich auch, dass das Projekt beim Huskal zum Beispiel so ein bisschen ruht momentan. Aufgrund der Tatsache, dass er nicht nur reine Baufolgen bringen will. Deswegen muss ich gucken, wie sich das da verhält. Es läuft auf jeden Fall weiter, aber es kann halt mal passieren, dass das nicht kommt. Ja, 7 Days to Die, ihr wisst das. Angepeilt habe ich da zweimal die Woche bei dem Projekt. Das ist auch einmal Anfang der Woche und einmal am Wochenende. Da habe ich leider kein Material mehr auf Vorrat. Dementsprechend hängt das hier jetzt ganz stark davon ab, wie ich immer die Termine mit dem Lucky finde. Wir wollen da auf jeden Fall weitermachen. Wenn alles klappt, nehmen wir heute sogar nochmal auf, dann sind wir da safe. Ich versuche da am Ball zu bleiben, aber wie gesagt, ich kann es nicht versprechen, weil Multiplayer-Projekte ist momentan wirklich das Problem, dass mein Zeitfenster ein bisschen kurz kommt. Muss man ganz klar sagen. Und da muss ich schauen, wie ich das unterbringe. Also wenn da mal eine Woche nichts kommt, seid bitte nicht böse. Das läuft weiter. Ne? Also das wird auch weitergehen und das wird dann auch, sobald die Zeit wieder mehr da ist, vermehrt kommen. Also wir werden zwar bei 2 Tagen bzw. vor uns einen Tag bleiben, aber es wird mehr kommen. Was haben wir denn noch, wenn wir beim Multiplayer reden? Heroes and Generals. Ja, Heroes and Generals, Noob Troop, das ist ja auch ziemlich beliebt. Das macht mir auch riesig Spaß und da wird auch, ja zumindest, ich denke mal, die nächsten 2-3 Wochen keine Probleme geben. Ich werde heute wahrscheinlich noch ein bisschen aufnehmen. Ich habe aber auch noch ein bisschen Material, also ich schätze mal, dass ich so 3-4 Folgen müsste ich, glaube ich, noch auf Reserve haben, die noch nicht bearbeitet sind, also die ich noch bearbeiten kann vom Material, die auch in irgendeiner Form brauchbar sind für ein Video. Also wir nehmen da ja immer mehrere Sachen auf und wenn was Schönes dabei ist, dann mache ich da ein Video raus. Das mache ich natürlich auch bei manchen Sachen nicht. Manchmal lasse ich auch was wegfallen. Wenn ihr da alles sehen wollt, könnt ihr das natürlich auch reinschreiben. Ich kann auch Sachen reinbringen, die ich selber nicht so... Ich meine, das ist ja Geschmackssache immer, ne? Aber ich versuche natürlich schon ein bisschen zu schauen. Also ich habe dann meistens mehrere Sessions und suche mir dann irgendwas da raus, was so ein bisschen
wo ein bisschen was passiert zumindest. Ich bin ja kein Pro-Gamer, ihr wisst das, aber zumindest haben wir immer Spaß und ich finde, das sollte man auch sehen. Da sollte auch was kommen und da ist auch der Plan immer noch die zweimal wöchentlich. Ja, also das müsste ungefähr so mit 7 Days to Die ungefähr kommen immer. Einmal zum Wochenende, einmal zum Anfang der Woche quasi. Und da habe ich auf jeden Fall noch was in Reserve, da sollte dann auch demnächst was kommen. Ich werde da auch gleich wieder weiter bearbeiten, weil wie gesagt, ich bin ja am Wochenende, sind wir so ein bisschen, bin ich dabei, das so vorzuarbeiten und ich habe da auch noch ein bisschen was an Material, was man bringen kann. Dann haben wir ja Mitte der Woche haben wir meistens so eine kleine und feine Folge gehabt, die hat es ja jetzt länger nicht gegeben, muss ich ganz klar sagen. Ja, das soll wieder kommen, aber da muss ich dann auch immer ein Spiel haben, wo ich denke, das passt. Ich habe noch so ein paar im Hinterkopf. Da wird sicherlich wieder was geben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt sofort, aber da wird es immer wieder mal was geben, auf jeden Fall. Da wird es auch zum Beispiel, ist schon geplant, irgendwann mal Rocket Birds nochmal zu spielen im Multiplayer. Das wird bestimmt auch ganz lustig. Vielleicht werde ich da auch nochmal das ein oder andere Spiel vorstellen, was etwas umfangreicher ist, aber dann in dem Fall natürlich nur kurz. Ja, also wie gesagt, da kommt noch was, das ist nur jetzt zur Zeit ein bisschen ruhiger gewesen, weil ich einfach auch nicht so die Spiele hatte, wo ich sage, die muss ich jetzt unbedingt sofort zeigen, weil das muss ja auch was sein, wo ich sage, naja, das könnte für euch vielleicht interessant sein oder das gefällt mir so gut, das möchte ich euch zeigen. Da wird aber sicherlich nochmal was kommen. Das kommt vielleicht nicht immer so regelmäßig und ist vielleicht auch mal ruhiger. Und auch jetzt gerade im kommenden Monat, so wie ich das halt reinkriege von der Zeit. Aber da wird auf jeden Fall immer wieder mal was kommen. Zu Wildlands muss ich sagen, das ist jetzt auch ein bisschen ruhig gewesen die letzte Zeit. Da kam zum einen hinzu, dass mir die Zeit einfach fehlte, weil die Folgen von der Vorbereitung einfach so lang waren. Muss ich ganz klar sagen, also ich hatte Folgen bei, da habe ich 8 Stunden vorher vorbereitet, bis ich 20 Minuten Folge zusammen hatte. Das ist einfach eine Sache, die ist zeitlich nicht mehr machbar gewesen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich nach über 45 Folgen und etlichen, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie 166 Stunden oder so in der Zeit, einfach mal ein bisschen Pause brauchte. Ich möchte da wieder weitermachen. Ich verspreche jetzt nur nicht, dass das sofort passiert, aber das Projekt geht weiter, zumal das nicht ganz abgeschlossen ist. Muss man auch ganz klar sagen und ich hasse es, wenn die Projekte nicht abgeschlossen werden. Das haben wir bei Starbound damals gehabt, leider Gottes. Und das ist nicht das, was ich anstrebe. Ne? Also ich möchte meine Projekte gerne zu Ende bringen. Und da wird es auf jeden Fall weitergehen. Ich brauchte da einfach nur ein bisschen Abstand. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nicht diese Woche, weil ich schaffe es dieses Wochenende nicht mehr groß was zu machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass nächste oder übernächste Woche spätestens da wieder mal was kommt. Und dann auch einen regelmäßigen Zyklus. Ich denke mal, da peile ich dann auch erstmal die zweimal die Woche an. Was weiß ich, so Mitte der Woche vielleicht oder und zum Wochenende so in der Art vielleicht. Dass so immer so ein bisschen wechselndes Programm kommt. Ne? Ihr kennt das, bei mir ist ja nicht ein Spiel im Vordergrund. Bei mir ist das ja so ein bisschen, ich habe mehrere Sachen gleichzeitig und ich teile das dann immer so auf ein, zwei Tage auf. Wobei es schon so ist, dass es ein Spiel gibt, was meistens etwas mehr läuft. Das ist, im Moment ist das bei mir Pizza Connection 3. Muss man ganz klar sagen. Da wird es aber auch andere Spiele geben, die vielleicht mal mehr Zeit haben. Es kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, wie das Spiel gerade bei mir persönlich, wie ich das Fable habe, da reinzukommen momentan. Ne? Also manchmal hat man ja so Phasen, da spielt man Spiele mehr. Ich versuche das immer so ein bisschen ausgeglichen zu machen, aber es kann natürlich auch mal passieren, dass ein Spiel mehr kommt als die anderen. Aber das ist normal, ich denke, das kennt er. So, was haben wir da natürlich noch? Dann haben wir noch einen großen Block, der nennt sich Blood Bowl 2. Ja, Blood Bowl 2 ist ja bisher bei mir nicht so viel gekommen, wobei ich ja viele Leute hier aus der Community habe bei mir auf dem Channel. Es ist so, da kam bisher immer die Freunde des Holzschuhs, da kommt auch noch eine Folge auf jeden Fall, weil die muss ich noch bearbeiten. Die sollte eigentlich schon letzte bzw. vorletzte Woche gekommen sein, aber ihr kennt ja nun den Grund, warum nichts kam. Die wird auf jeden Fall nächste Woche kommen. Heute schaffe ich es nicht mehr, ich peile mal den Mittwoch vorsichtig an. Ich verspreche es nicht, aber ich peile vorsichtig den Mittwoch an. Also wenn alles klappt, am Mittwoch wieder Freunde des Holzschuhs. Und wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ich bin ein bisschen raus bei dem Thema, muss ich ganz klar sagen, weil die letzten 2 Wochen dann doch so ein bisschen fernab der Computerwelt waren. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, müsste da bei den Freunden des Holzschuhs auch noch von den
von den Playoffs das Finale anstehen, das würde ich dann natürlich gerne bringen. Allerdings bringe ich das vielleicht anders und dazu kommen wir aber gleich. Aber da wird, denke ich, noch was kommen. Ansonsten wird ja irgendwann die nächste Season starten. Was ist noch? Apropos nächste Season, Blood Bowl. Letzte Season wollte ich ja eigentlich von meinen Ratten was bringen, habe aber ja, eigentlich nichts gebracht. Das hat sich einfach daraus zusammengesetzt, dass ich irgendwie die ersten Wochen nicht so die Muße gefunden habe und die Zeit, da was zu machen. Weil man muss bei den Blood Bowl Videos ganz klar sagen, die brauchen ein bisschen mehr Zeit in der Bearbeitung, weil die einfach länger sind. Die gehen dann meistens so 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Und ja, da ich das auch dementsprechend nachbearbeite, ist natürlich die Bearbeitungszeit etwas höher. Hat nicht so reingepasst einfach und dann irgendwo so ab Mitte bzw. hinteres Viertel von der Saison habe ich dann gesagt, dann bringt es jetzt gar nichts mehr, weil was soll ich sagen, ne? Was soll ich was bringen, was ich hätte ich machen können, aber fand ich dann irgendwie doof, so mitten in der Saison. Zur Info für die, die das interessiert, ich meine, die meisten aus der Community werden es wissen, ich bin ja in der dritten Liga gestartet und bin jetzt, muss aber auch sagen, aufgrund von Aussteigern und Ähnlichem bin ich jetzt in der zweiten Liga gelandet quasi. Hab da, glaube ich, einige spannende Spiele vor mir. Zumindest wenn ich die Gegner so sehe und die Teams, die mir da bevorstehen. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich da nicht jetzt, weil wir jetzt gerade frisch angefangen haben, wir haben jetzt das erste Spiel, habe ich schon gespielt. Ich werde jetzt nicht sagen, wie es lief. Wer es in der Liga selber verfolgt, weiß es wahrscheinlich, aber ich bin jetzt sehr stark am Überlegen, ob ich das dann wirklich nachkommentiere. Da würde mich natürlich mal von euch so das Feedback interessieren. Wollt ihr da was sehen? Wenn ihr da was sehen wollt, mache ich mir die Arbeit. Das wäre dann ein Spiel pro Woche. Das wird dann, denke ich, immer so Mitte der Woche bis Ende der Woche kommen. Also schon eine halbe Woche bis Woche nach dem Spiel eigentlich. Aber das liegt einfach daran, weil ich die Zeit im Moment sonst nicht finde. Wenn da Bedarf besteht, würde ich da aber, glaube ich, ganz gerne mit anfangen. Ich möchte nur eigentlich ganz gerne ein Intro für meine Mannschaft machen. Mal gucken, vielleicht mache ich das wieder wie bei der Bauernmannschaft. Wenn ich es zeitlich schaffe. Apropos Intro, Heroes and Generals. Ich arbeite an dem Intro, aber es ist noch nicht so, wie ich will. Deswegen lasse ich es noch weg. Also bitte wundert euch nicht, wenn es noch nicht da ist. Sobald fertig ist, ist es mit drin. Aber es muss mir ja auch gefallen. Was haben wir noch? Ja, so für die Zukunft. Kleinen Ausblick gibt es tatsächlich. Ich habe im Hintergrund schon beschlossen, was ich als nächstes bringen werde. Ich habe das auch schon angespielt, spiele es aber im Moment nicht weiter, weil ich das mit euch zusammen entdecken will. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, aber es ist ein... vom Spiel her ist es Fantasy Steals und RPG-Spiel. Ist ganz niedlich gemacht, ist ein Indie-Titel. Werde ich aber jetzt noch nicht groß sowas verraten, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich dazu komme. Das hängt halt davon ab, dazu muss zum Beispiel Kingdoms and Castles erstmal durchgelaufen sein, weil sonst habe ich da gar keine Zeit für. Und bevor ich jetzt ankündige, dass das dann und dann kommt, da warte ich dann lieber. Also da wird was kommen, es ist schon was geplant. Es gibt natürlich auch andere Titel, die ich gerne bringen würde, aber das muss dann zeitlich halt passen, ne? Also ein Projekt ist auf jeden Fall in Planung. Und da geht es dann mehr so in die Fantasy-Steals-RPG-Schiene. Schon mal so als Prognose. Was habe ich denn da noch? Ja, eine Sache habe ich tatsächlich noch. Und zwar ist das Thema Twitch. Und da kommen wir jetzt auch zum Thema finale Bauernliga. Vorausgesetzt, ich schaffe das zeitlich und die terminlichen Absprachen passen da. Ich habe mir auf Twitch einen Account zugelegt. Vor ein paar Wochen schon. Und bin im Moment dabei, die Overlays und die Gestaltung ja, zu erstellen. Das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Ich möchte das auch ordentlich haben. Ich kann hier aber an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass ich in Zukunft auch streamen werde. Ich denke mal erstmal einmal die Woche und dann später vielleicht zweimal die Woche oder mehr, je nachdem wie es ankommt. Das dürfte vor allem für Spiele wie dann Wildlands oder so zum Beispiel interessant sein. Oder vielleicht auch Pizza Connection, wo man dann mal eine größere Runde am Stück spielen kann, ohne die immer unterbrechen zu müssen. Also das schon mal so als Ankündigung, dass das kommen wird. Ich weiß allerdings noch nicht, wann ich damit starte. Theoretisch könnte ich schon mit starten. Ich habe den Account, ich habe auch meine ersten Overlays schon fertig. Aber ich habe die Seite noch nicht fertig aufgebaut. Also von daher, ja, da wird was kommen. Ich weiß nur noch nicht, wann.
So, das wäre ein großer Teil. Wer mich da schon suchen will oder das vielleicht dann von vornherein am Start mitkriegen will, der Name da ist genau wie hier, Gobbinger TV, sollte eigentlich zu erkennen sein anhand meines Logos und so. Das ist ja den Avatar und so, den kennt er ja, der ist genauso wie hier. Also ich werde das dann auch dementsprechend verknüpfen, sobald das dann fertig ist. Wenn ihr wollt, kann ich euch das auch jetzt schon verknüpfen. Das könnt ihr mir reinschreiben, wie er zu dem Thema steht. Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas oder hab ich was vergessen? Ich glaube, das war's soweit. Ach so, ja, eine Sache gibt's noch tatsächlich. Jetzt hätte ich beinahe was vergessen. Es gibt einen Discord-Server für die Leute, die das interessiert. Und zwar mit dem Huskarl zusammen haben wir einen eigenen Discord-Server, wo wir uns immer treffen, wenn wir ZB Heroes in General spielen oder auch 7 Days to Die. Da gibt es dann auch schon eigene Kanäle für. Ich weiß nicht, ich glaube, die Jungs spielen da noch ein anderes Spiel. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Da müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Kleinen Moment, das machen wir mal gerade. Ist kein Problem. Ich glaube, War Thunder war es. Ich bin mir ja War Thunder, genau. War Thunder spielen die Jungs nämlich auch. Da haben die auch schon eigene Kanäle. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch für Bloodborne ein paar Kanäle gibt oder was. Also, wer da Interesse hat, ich kann das gerne mal verlinken. Ihr dürft da gerne drauf, ihr dürft da gerne mit uns quatschen, wenn wir in den öffentlichen Räumen sind. Es gibt natürlich auch ein paar Räume zum Aufnehmen. Aber dann seht ihr uns eh nicht. Dann werden wir zwar angezeigt, dass wir online sind, aber nicht in der Kanalleiste. Ist ja klar, also wer ein bisschen Ahnung von Discord hat, der kennt das. Da dürft ihr natürlich gerne auch mal reinschauen. Also wir würden uns da natürlich auch freuen, wenn da so ein bisschen Beteiligung ist, so Community-mäßig. Weil, wie gesagt, ich bin ja auch so der Typ, ich habe immer ganz gerne Feedback von euch, freue mich dann auch immer darüber und dann weiß ich immer, wie die Sachen ankommen und was man anders machen kann. Oder wenn man vielleicht mal zusammen spielen will. Heroes and Generals als Beispiel mit dem Noob-Trupp. Also ihr seid ja gerne eingeladen. Wir nehmen auch immer gerne Neulinge mit oder Leute, die da einfach mal Bock drauf haben. Das ist gar kein Stress. Ne? Wenn wir da mal spielen oder so, könnt ihr da natürlich gerne mitmachen. In dem Fall dann einfach da mal vorbeikommen. Ich werde das mal verlinken, den Discord für euch. Dann könnt ihr da gerne einfach mal reinschauen und freundlich fragen. Freundlich ist oberstes Gebot, das sollte klar sein. Also wer sich da daneben benimmt, der kann sich darauf einstellen, dass er gebannt wird. Das ist auch klar. Aber ich denke, das brauche ich nicht extra dazu sagen. Ich denke, das sind so Selbstverständlichkeiten, die eigentlich bekannt sein sollten. Ja, ansonsten, wie gesagt, das ist so ein bisschen der Überblick jetzt von meinem Kanal gewesen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt kein Kotelett an der Backe gelabert. War wahrscheinlich eher ein XXL-Schnitzel. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Aufklärung betreiben. Zum einmal was, warum halt jetzt nichts kam und warum vielleicht mal nicht so viel kommt. Ne? Also, wie gesagt, Rea geht vor, das ist halt so. Und ansonsten habe da so ein bisschen Überblick, was noch so geplant ist und wie es so steht. Und wie die Hintergründe sind. Ich denke, das ist mal ganz nett für euch. Und ich würde sagen, ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, egal bei welchem Projekt. Von mir aus am liebsten bei allen. Bin ich natürlich ehrlich. Wenn euch das gefällt, auch so mit den News oder so, oder wenn ihr da öfter was von haben wollt, von den News, oder nur ab und zu, schreibt mir das mal rein, wie euch das gefallen hat, wie ihr dazu steht, ob ihr gerne mehr davon haben würdet, oder ob das mehr so, was weiß ich, nur so ab und zu mal bei Bedarf kommen soll. Wenn ihr noch Verbesserungen habt, auch immer her damit. Wenn ihr Vorschläge für meinen Kanal habt oder auch vielleicht schon für Twitch oder ähnliches, dann bin ich da sicherlich auch dankbar für. Da würde ich mich auch drüber freuen. Wie gesagt, mir ist immer wichtig, dass so ein bisschen auch, ja, dass ich auf euch eingehen kann. Also wenn ihr natürlich da Vorschläge habt, dann bin ich da immer dankbar für. Und auch wenn ihr einfach mal was sagen wollt oder so, da freue ich mich auch total drüber. Das ist einfach mal so ein bisschen, ne, wenn man was von seiner Community hört, wie man so schön sagt. Und ansonsten, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er wieder einschaltet. Das ein oder andere Projekt vielleicht beobachtet oder regelmäßig guckt, weil es euch gefällt. Und in diesem Sinne, immer schön dran denken. Spaß ist, was du daraus machst. Tschö!